Beste in Österreich ist die lange Tradition, die Schönheit des Landes und die Kultur, die wir wirklich weltweit vorweisen können. Ich kann nichts Schlechtes erkennen. Ich glaube, im 21. Jahrhundert muss man nicht mehr Feministin sein, denn es gibt faktisch eine gesetzliche Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Aber wofür ich kämpfe, ist, dass es wirklich auch überall ankommt, dass sich Frauen wie Männer gleich um ihre Kinder kümmern und auch zum Beispiel um die Pflege von älteren Menschen. Ich bin wertekonservativ erzogen, ich bin aber geprägt durch liberalere Einstellungen mittlerweile und ich möchte das auch der jungen Generation, insbesondere zum Beispiel auch meinem Sohn, weitergeben. Um ehrlich zu sein, komme ich wirklich nicht dazu, fernzusehen. Früher mal habe ich House of Cards geschaut. Die größte Gefahr für die Europäische Union ist, wenn die Staaten auseinanderdriften. Wir brauchen einen Zusammenhalt. Wir müssen gerade die großen Themen wie Sicherheit, Migration, Digitalisierung oder auch Klimawandel gemeinsam angehen und lösen. Nein. Nach der derzeitigen Lage nein, denn die Wehrpflicht gilt für Männer in Österreich und Frauen leisten so viel mehr, auch was die Kindererziehung betrifft, dass hier ein Ausgleich geschaffen werden muss. Alle Dinge, die besser in den Regionen oder in den Mitgliedstaaten gelöst werden können, sollten auch hier gelöst werden. Und wir sollten uns in der Union wirklich auf die großen Fragen wie Sicherheit und Migration und Klimawandel konzentrieren. Ich gehe grundsätzlich mit jedem gerne auf ein Bier, denn ich sage immer, mit dem Reden kommen die Leute zusammen. Ich bin sicher freundlich, aber ich bin in der Sache auch hart und insofern kommen dann halt Überspitzungen auch zustande in den Medien.